Der Ökofeminismus unterstreicht, dass das Patriarchat nicht nur auf der Herrschaft des Mannes und des Männlichen über die Frau und das Weibliche beruht, sondern auf der Herrschaft des Menschen über die Natur. 1974 prägt Françoise Dobon als erste den Begriff Ökofeminismus. 1978 erklärt Susan Griffin, dass die Frauen ihren Kontakt zur Natur zurückerobern müssen, der durch die patriarchale Herrschaft verloren ging. Caroline Merchant erklärt 1980, dass der Kapitalismus die Natur auf Rohstoffe reduziert. 7 Jahre später fordert Ryan Eisler den Aufbau einer Ökonomie und Gesellschaft der Fürsorge. 1993 zeigen Maria Mies und Vandana Shiva auf, dass die herrschende Logik des Kapitalismus einer patriarchalen Sichtweise folgt. Im Jahr 2011 unterstreicht Alicia Puleo, dass ein Schutz der Umwelt ohne Genderperspektive nicht möglich ist. Es gibt nicht den einen Ökofeminismus, sondern eine Vielfalt ökofeministischer Bewegungen, die permanent interagieren. Die Essentialistinnen sehen die Verteidigung der Natur als etwas der weiblichen Geschlechtsidentität Inhärentes. Wie die Natur bringen auch die Frauenleben hervor. Die Konstruktivistinnen vertreten, dass das Verhältnis der Gesellschaft zur Natur das Ergebnis eines sozialen Konstrukts ist. Die Ökofeministinnen des Südens verweisen darauf, dass die Modelle der Fehlentwicklung, die den abhängigen Ländern aufgezwungen werden, die Ausbeutung der Frau und die Ausplünderung der Natur verschärfen. Andere ökofeministische Strömungen vertreten, dass sowohl der Körper der Frauen als auch die Territorien von Kapitalismus, Patriarchat und Kolonialismus verwüstet werden. Kurz gesagt, eine radikale Transformation der Machtstrukturen erfordert deren Feminisierung, um das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern und mit der Natur wiederherzustellen.